So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon oben rechts, Coachella ist da. So, ihr seht auch Level 203. Der Kampf ist zu Ende quasi. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem noch weiter leveln, aber halt nicht mehr so hardcore wie vorher. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein und auch, warte mal, alle Aufgaben erledigt, bevor einer sagt, ja, du hast ja doch nicht alle Aufgaben geschafft. Doch. Also, wir gehen rein. Ich kann euch direkt schon sagen, so, das sind so die täglichen Sachen. Sonnenblumen wieder drin, Matchball wieder drin. Bim bam bum. Copyright. Dann haben wir Freemix wieder zurück. Und der Seestock. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Nämlich das Handlanger-Paket ist auch wieder zurück. Core-Skelett auch wieder zurück. Es geht natürlich hier um die Skins. So, was haben wir für 2800 V-Bucks drin? Wir haben einfach den weiblichen Skin. Den gibt es halt in drei Varianten. Einmal der mit Brille, ohne Brille und dann in der Reaktiv-Stil. Dann haben wir noch das Rückenaccessoire. Mal gerade gucken. Ja, das ist nur der Skin. Ich glaube, wir gehen lieber so durch. Wie gesagt, da haben wir noch das Rückenaccessoire. Da kann man, glaube ich, nichts ändern. Nein. Das hier ist der dritte Stil. Der zweite Stil. Gut, so. Na, sieht ein bisschen komisch aus. Dann haben wir jetzt weiter der männliche Skin. Der sieht in meinen Augen am besten aus. Die Variante, ich weiß nicht warum. Hat irgendwie was. Aber wirklich gucken wir, ob ich irgendeinen unterwegs finde. Das ist die Sache. Heute wird es schwer. Denn das Rückenaccessoire. Ah, das ist Geschmackssache. Also geht der Skin eigentlich auch. So, dann haben wir halt noch die Pickaxe dazu. Wie die auf Musik reagieren soll, weiß ich auch nicht. Hört sich auch mal komisch an. Dann der Neonbeißer. Ich finde die Pickaxe irgendwie voll nice. Hört sich aber genauso an. Und dann die Fiesflossen-Flair? Die hat auch, oh Mann, ey. Das Paket hat irgendwie was. Guckt euch mal das Boot an. Ah, eieiei. So, des Weiteren ist aber nichts Neues drin, weil die ganze Ostergeschichte ist noch komplett drin mit allen Emotes. Alle Pakete sind noch genauso drin wie vorher. Und hier, mit Level 200 kann man sich keine Level mehr kaufen. Lol. Okay, auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, bin ich auch schon wieder raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.